Abschlussgala Champion des Jahres Robinson Club Playa Granada 2016. Knapp 100 der besten Athleten aus Deutschland warten auf die eine Entscheidung. Wer wird Champion des Jahres 2016? Neben Turnerin Sophie Scheder, Wasserspringer Patrick Hausting, Ringer Dennis Kudler, Judoka Laura Vargas-Koch steht auch Kanute und Titelverteidiger Sebastian Brendel wieder zur Wahl. Patrick Hausting. Der 27-Jährige war bereits dreimal nominiert, konnte aber bisher nie gewinnen. Bis jetzt. Hausting gewinnt eine individuelle Traumreise und einen Cityflitzer. Auch wenn es nicht geklappt hätte, wäre es wieder ein Riesending gewesen, immer wieder unter den besten 5 zu sein, wenn man in Deutschland einfach von allen Sportlern da hingewählt wird. Und alle anderen haben genauso Weltklasseleistungen gebracht wie ich und es war bestimmt eine sehr enge Entscheidung. Eine Woche voller Emotionen, Action und Spaß, veranstaltet von der Deutschen Sporthilfe, die Hausting so schnell nicht vergessen wird. Einer der ersten Gratulanten mit Konkurrent Sebastian Brendel. Hab letztes Jahr den Preis gewonnen und er war jetzt schon viermal nominiert und hat es auf jeden Fall auch verdient. Damit gehört der Bronzemedaillengewinner von Rio zum erlesenen Kreis von insgesamt 17 Champions des Jahres seit Beginn der Veranstaltung 2000.